Hallo Leute, wir sind hier unterwegs und haben hier neben einem unsichtbaren, nee, einem unheimlichen Sarkophag beim letzten Mal aufgehört. Da brennen auch immerwährende Fackeln. Und ja, wir sollen einen Zepter finden, oder besser gesagt, ja, einen Teil eines Zepters, das so mächtig ist, dass man es ja am besten gar nicht benutzen sollte. Und die Götter selbst haben es verflucht. Und dafür müssen wir wohl hier weiter. Den Sarkophag lassen wir erstmal blind liegen. Genau. Und Jan geht vor. Das war wohl auch die richtige Entscheidung. Hoppla. Ich habe ihm eben einmal kurz die anderen Handschuhe angezogen, damit er da vorne noch ein bisschen Truhen ausräubern kann. Oh, was ist das? Todesalb, das ist auch nicht gut. Anomen an die Front. Ja? In Ordnung. Die guten Pfeile. Ja, ich hoffe, das bringt was. Auf euren Befehl hin werde ich vor. Wie kann ich helfen? Du kannst eigentlich gleich anfangen zu ballern. Sag mir, was ich kümmere mich drum. Winsele. Ach, Bip hat auch Stufenverlust. Ich hasse. Ich warte. Untote. Genau, so sollte das eigentlich laufen, Anomen. Gut gemacht. Ein bisschen spät, aber gut gemacht. Zeig die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Jetzt die Frage, ob dieser Stufenverlust auch beim... Eigentlich sollte der nicht weggehen beim Rasten. Dann werden wir gleich mal... Gut, der ist geturnt, dann können wir eigentlich... Ich höre euch bestens. So, dann werden wir sie mal noch heilen mit dem guten Zauber hier. Hier geht's auch schon weiter nach unten. Na toll. Okay, Aufstellung. Und du, mein guter Freund. Unter Gerechten sein da. Nimm mal das raus und dann nimm mal noch einmal teilweise Genesung mit. Scheint ja so, als bräuchten wir das. Es gibt auch Keldon, glaube ich, zum Beispiel, ist gegen Stufenentzug immun. Oder war der... Irgendwas. Also es gibt auf jeden Fall Paladine, die sind immun gegen Stufenentzug, was natürlich ziemlich gut ist, wenn man gegen Untote kämpft, aber nicht so toll, wenn man nicht gegen Untote kämpft. Ja, wir machen hier uns gleich weiter. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Hier kann ich mich so gar nicht dran erinnern. Jan Jansen, wisst ihr, das erinnert mich an damals. Damals, als ich... Also ich weiß, wo wir irgendwo noch hinkommen müssten. Guck mal, Nira hat recht behalten. Ja? Hier sind große Spinnen. Ja, ja, das ist ohnehin eine Standardtaktik. Wie kann ich helfen? So, aber ich, für die brauchst du nicht die guten Pfeile. Die hat auch schon die Hälfte davon einfach verballert. Die Gruppe braucht mich. Okay, aufs Maul. Gut. So soll es geschehen. Ja, hier fallen. Hier ist auf jeden Fall irgendwie eine Hand. Eine Statuenhand. Ihr klingt ja wie Golodon. Was ist das? Der Mund dieser Statue scheint zu einem Strahl geöffnet zu sein. Und ich habe da drauf geklickt und schwupp sind die Leute da. Toll. Ja, bitte. Der muss sterben. Du gehst nicht? Aber auf den. Und du gehst auf den. Nira hat Angst. Was? Ist irgendwo ein Greif? Ja? Masi, triffst du die nicht oder was ist hier los? Betrachte das als erledigt. Was passiert hier schon wieder? Schreit nicht so! Ich kann euch ja hören! Feuerball? Nee. Monster festhalten. Ja, vielleicht. Zu euren Diensten. Kannst du den auch einfach vertreiben? Das wäre ja auch gut. So, ihr beide. Kann ich helfen? Aber natürlich, werter Freund. Wieso ist das so schnell? Boah, weil das eine Schwertspinne ist. Ich werde bekloppt. Kein Wunder, dass die so stark ist. Was ist nun los? Okay, Anomen hat sich gesagt, er vertreibt Untote auf die Art.
Oh nee. Let me help, raus da. Die Gruppe braucht mich schon unterwegs. Wer kann sich nicht bewegen? Ach, Nira ist nicht dabei. Okay. Furchtbar kann er auch schon gar nicht mehr. Ja, bitte? Kann sie das nicht? Ermutigen. Ermutigt sie sich selbst? Wir werden es gleich sehen. Okay. Keine Zeit, dich zu ermutigen. Du musst den Typen da hinten abballern. Wer auch immer. Das wirkt nicht? Also plus 3 Waffen. Da kann ich ja mit Büppchen auch lange draufhauen. So, du kannst weg. Und du musst leider da bleiben. Und du musst mal die Waffe nehmen. Okay. Komm, Nira. Also, hier scheint irgendwo eine Falle zu sein. Das ist alles ein bisschen stressig. Ready for anything? Fine. Vorsichtig. Also, ich vermute die Falle irgendwo hier. Aber ich will auch nicht in die Wolke reinlatschen. Haben wir noch Heilung? Ja. Zeig dir Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Wir haben auch noch vernünftige Heilung. Das ist okay. Schon klar. Oh, also das ist nun wirklich kein Problem. Aha. Okay, das hat gut geklappt. Schön. Viele magische Sachen. Wie kann ich helfen? Aber natürlich, werter Freund. Die holen wir aufgrund unserer schweren logistischen Lage. Wahrscheinlich dann aber auch wieder offscreen. Viele, viele Edelsteine und ein paar Schriftrollen, die wir bestimmt noch lernen können. Aber jetzt nicht unmittelbar brauchen. Okay, Masi, nimm mal wieder deine Fernkampfwaffe. Die Gruppe braucht mich? Hier geht es offensichtlich nicht weiter. Dann gehen wir mal nach unten. Aha. Schatten? Kreischlinge. Was ist mit denen? Masi? Okay, ja, alle hier. Ich glaube, die kann Masi abknallen, bevor die da sind. Ja, dachte ich mir doch. An die Front! So, tja, hast du keinen Bogen? Hast du keinen Bogen, ne? Das ist halt so eine Sache, wenn du zur Schießerei mit einem Messer kommst. Die macht ja einfach Hold the Line. Ja, wir hätten hier wahrscheinlich auch einen Feuerball reinballern können, aber wozu? Brauchen wir ja nicht. What you want? I could have done that. Ja? Sagt mir, was zu tun ist. Schon geschehen. So. Wir nehmen das erstmal alles mit, wenn wir unsere Edelsteine wieder abverkaufen. Wenn wir auch wieder steinreich sein. Wobei man einige Edelsteine tatsächlich auch noch braucht für bestimmte Quests. Also dürfen wir auch nicht alles verkaufen. Schockgriff. Kann er. Ich würde die Welt für euch tragen, aber ihr müsst sie handlicher verpacken. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Ist gut. Kann er aber auch schon. Oh nein, habe ich falsch einsortiert. Was soll's. Wie kann ich helfen? Weiter geht's. Hier würde ich doch mal wieder neue Fallen vermuten. Waren schon lange keine mehr. Wie sieht das denn hier überhaupt aus? Also hier ist irgendwie so eine Art Statue. Hier sind irgendwelche komischen Kanäle. Hä? Ja. Egal. Verstanden. Weiß ich nicht. Kann ich nicht erkennen, was das sein soll. Währenddessen. Also hier auf diesen Stufen hätte ich doch auf jeden Fall Fallen hingebastelt. Ich werde es gekonnt und sorgfältig, wenn nicht gar rasch. Düster Schrecken, das sind auch Untote. Ich höre euch. Die Gruppe braucht mich.
schreit nicht so. Ich kann euch ja hören. Oh, fuck. Inkertus. Eure Hochwohlgeborenheit. Okay. Ja, bitte? Arboret, das wirkt nicht. War klar. Mumien sind ja auch ziemlich doof. Alter, die sind auch wieder so stark. Okay, na denn. Yes. Okay, du brauchst da nicht drauf zu ballern. Du kannst mal mit deinen plus 2 Kugeln, haben wir eh schon genug. Schwer verletzt. Okay. Die können einen auch krank machen. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht dazu kommt. Okay, die müssen auch ganz gut EP geben. Ja, 3000, das ist dann noch da. Doch eine andere Nummer als diese Kreischlinge. So, okay. Bis hier, denke ich, können wir ungefähr vorgehen. Wunderbar, einen zweiten Düsterschrecken haben wir einfach aus dem Leben geballert. So. Wir sind hier immer... Oha, hier geht's auf jeden Fall weiter. Eine große Erdspalte hat das Bauwerk vor euch entzweigerissen. Sein Dach ist mit winzigen, aber aufwendig gestalteten Verzierungen überzogen. Es wäre sicher interessant, sie zu untersuchen. Stimmt etwas nicht? Ja, natürlich. Dann machen wir das doch. Aber erstmal, wie das so ist, wir gehen erstmal drumrum. Ach, hier kann man auch tatsächlich was machen. Hier kommt man nicht hin. Hier kann man da irgendwas anklicken. Das sind wir aber erst gleich. Wir müssen da irgendwie über diesen... über diesen Abgrund. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute, wenn sie blind sind, hier nicht unbedingt gut performen. Oh, wir sehen die Mumien gar nicht, die uns gerade töten. Schreit nicht so. Ich kann euch ja hören. Oh, also das ist... Also, was soll schief gehen? Mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, nicht mit mir. Jan Jansen, melde mich zum... So, wenn ich jetzt SL wäre, würde ich auch noch eine zweite... Okay, auch noch eine zweite Treppenstufe verminen. Einfach nur, weil es geht. Ich warte, ich bin dabei. Aha, Wächter. Die Brücke ist gefallen und endet im Tod. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Was ist die Brücke? Okay, also die Brücke ist gefallen, offensichtlich, und sie endet im Tod. Ehre. Hier, die Klingonen nehmen Ehre. Nee. Also, was kann im Tod enden? Das Alter? Die Existenz? Das Leben. Aber ich glaube, am ehesten endet doch das Leben im Tod. Tod und Leben, ne? Die großen Themen der Weltliteratur. Ich nehme mal Leben. Leben ist die Brücke, die im Tod enden muss, doch die Pflicht mag ihn auf Abstand halten. Aha, ihr spracht von der Brücke, aber das allein reicht nicht. Ihr seid nicht allein auf der Brücke, nennt den Namen, um den Weg zu rufen. Er läuft mit euch und durch ihn lauft ihr und doch lässt er euch hinter sich. Aha, also ich will nur mal sagen, hier rüber, über diesen Mini-Abgrund, springe ich dir zur Not auch ohne... weiteres einfach daneben entlang. Plus, ich kann ja eigentlich zaubern. So, okay. Also, wir sind hier nicht alleine. Er läuft mit und durch ihn lauft ihr. Also, wer läuft denn auf unserem Leben die ganze Zeit mit? Das wäre jetzt ja mal so eine Frage, ne? Also die Brücke wird nicht mitlaufen. Das Leben hatten wir schon als Antwort. Das würde es ja wohl eher auch nicht sein. Mein Vater! Barmherzigkeit läuft bestimmt nicht bei allen mit durchs Leben. Und die lässt sich auch nicht hinter sich. Ich nehme am ehesten an, es wird wahrscheinlich die Zeit sein. Die läuft die ganze Zeit mit und irgendwann, wenn ich tot bin, läuft sie weiter. Und ich aber nicht mehr. Jo. Zeit ist bei euch und ihr bewegt euch durch sie und immer bewegt sie sich vorwärts. Aha, Zeit verstreicht mit und ohne euch, doch die Pflicht lässt sie manchmal warten. Ja,
Die Brücke ist nicht beständig. Oh, ich muss eigentlich so eine Wächterstimme haben. Und das Ende verändert den Ort. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Sagt mir den schwersten Schritt auf der Brücke. Ja, wie das immer so ist, ne? Also, entweder ist... Ja, okay, der erste, der letzte... Oder den, den man gerade tut. Eigentlich müsste doch, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ne, so The Power of Now, ne, ein tolles Buch, Leben im Jetzt, dann würde ich ja sagen, ist eigentlich nichts, ist ja die Zukunft noch gar nicht da. Man muss keine Angst vor der Zukunft haben, sie ist ja noch nicht da. Und alles, was in der Vergangenheit liegt, ist ja an und für sich, für das momentane, im Jetzt befindliche Handeln auch bedeutungslos, dann wäre doch aber eigentlich der Schritt, den man gerade macht, derjenige, der immer am schwersten ist, weil das ja auch der einzige Schritt ist, den man überhaupt macht. Denn das hier war ja irgendwann einmal der erste Schritt und das hier, der momentane Schritt und das wird er irgendwann mal sein. Der jetzige Schritt kann euer erster... Ja, haha, guck mal hier, ich bin nicht... Die beiden anderen sind abstrakt. Genau, das habe ich doch gerade erklärt. Ich hätte den Text dieses Spiels schreiben sollen. Diesen einen aber könnt ihr wählen und gestalten. Genau, Power of Now, gutes Buch. Auch wenn die Wahl vom Schicksal zwingend vorgegeben sein kann. So ist es. Ihr habt den Weg gerufen und ihr dürft euch der Bewachung anschließen. Die Pflicht erwartet euch. Plopp. Und jetzt hat er einfach hier so ein bisschen die Brücke so ein bisschen darüber geschoben und schwupp ist sie wieder heile. Ja, ja. Heißt aber nicht, dass er ohne Fallen ist, nicht wahr? Aber wobei das schon ziemlich mies wäre, wenn jetzt hier hinter noch Fallen kommen. Das nicht, aber... Betrachter. Okay, wird Zeit für den... Alter, das ist... so dumm, ey, wie viel Schaden die einfach machen. So, wir tauschen mal eben. So, wir haben das jetzt gerade gesehen, ne? Die schießen da einmal rüber. Jan, ja, mir geht's irgendwie nicht mehr so gut. So. So. Und die haben halt eben ganz, ganz furchtbar viele, ganz, ganz furchtbar viele, also jeder von diesen Augen hat einen eigenen Angriff und einen eigenen Strahl. Und man kann das hier sehen, die schießen mit Lähmung, mit schweren Wunden verursachen, mit Personen festhalten und was es da sonst noch so alles gibt. Aber mit Baldurans Schild schmeißen wir den Kram halt einfach auf die zurück, sodass die sich gerade effektiv, wann immer die uns angreifen, selbst platt machen. Das heißt, das hier wird jetzt so ein Whipman Special. Was machen wir denn da jetzt? Da kommen natürlich noch jede Menge Schatten. Okay, haltet die Brücke. Wir brauchen... Ich will da niemanden reinschicken. Am Ende kommen die noch auf dumme Ideen. Ich warte. Ach, Bip macht das schon. Was passiert denn hier? Okay, komm, die brauche ich mich ja eigentlich nicht erstmal gar nicht zu kümmern. Ich kann jetzt auf die Schattenschleuse alle gehen. Genau. Das mache ich aber wieder mit dem anderen hier. Mit was Konrad, denn das ist plus 2 und ich bin auf Bastardschwertern, glaube ich, besser geschult als auf der Axt. Aber auch wenn die Axt natürlich mehr Schaden vielleicht macht. Okay, so, das sieht aber ganz gut aus. Masi, ja? Du kommst einfach mal unauffällig dazu. So, und Anom, du kannst auch eigentlich mal dazu kommen, aber nur zum Vertreiben von Untoten. So, Bip, was ist bei dir los? Kannst du wieder nichts machen? Wie kann ich helfen? Okay. Wo ist Anom? Zu euren Dienst für Ruhm und Ehre. Alter, ist sehr langsam. So. Sagt mir, was zu tun ist. Also, meiner ist schon tot und deswegen bin ich hier jetzt auch Anführerin. Die haben sich alle selbst gelähmt. Was ist nun? Das ist ja auch ziemlich gut. So. Stehe zu eurer Verfügung. Ballern. Ich warte. Okay, wunderbar. Die sind geturnt. Ja. Und die haben jetzt Angst. Durch Untote vertreiben. Also, und das heißt, Anom war noch nicht mächtig, um mächtig genug, um sie zu zerstören. Aber es reicht, damit die Angst vor einem haben. Was effektiv ja genauso gut ist, weil sie dann nicht mehr angreifen.
Sagt mir, was zu tun ist. Gut, deine Arbeit ist hier getan. Die besten Anführer können auch Befehle befolgen. Ha. Gut. Ja, bitte? Dann will ich gerade mal gucken, ob man die auch mit normalen Waffen besiegen kann. Ja. Okay, wunderbar. Ja? Alter, diese... Sie hat so viele Angriffe, ey. Da kann sich Bib noch eine Scheibe von abfallen. Oh, oh. 9000 EP. Also das wäre hier natürlich auch ohne den Schild möglich, ne? Dann muss man eben nur vorsichtiger spielen. Okay, krass. Holla die Waldfee. So, such mal nach Fallen. Da unten ist ja noch eine... Wahrlich, ich bin erfreut über eine Möglichkeit zur Item-Deponierung. So etwas hätte ich nicht für ja, möglich gehalten. Ich hoffe, das bringt was. Zeigt die Richtung mit dem Schwert. So soll es geschehen. Und gut dazu. So, dann heil mal Jan. Dem geht es nämlich gar nicht mehr so gut. Sag mir was zu. Ich kümmere mich. Hier scheint keine... Oh, das sieht ja nach diesem Azidea-Kriegshammer aus dem ersten Teil aus. Und wir werden es wohl erstmal nicht erfahren. Also Blitz und so. Ja, prima. Haben wir. Das war ja hier gemein. Also echt. Da weiß ich ja gar nicht, wen ich vorgehen lassen soll. Ich warte. Ich bin bereit. Dann lassen wir mal Bib so ein bisschen vorgehen. Und direkt dahinter kommt Jan und sucht nach Fallen. Und sorgfältig, wenn nicht gar rasch erledigen. Ich hoffe, das bringt was. So. Mal Bib muss jetzt nämlich vorgehen, der hat viele Trefferpunkte. Aha. Aha. Schreit nicht so, ich kann euch ja hören. Sofort eure Hochwohlgeborenheit. Jetzt böses mir, Entdecken haben, das wäre auch gut, dann könnten wir gucken, was hier noch so auf der Karte rumfliegt. Jan, ich mach's. Aber nun das sieht doch hier auch hart verdächtig aus. Hier hätte ich auf jeden Fall auch eine Falle hingepackt. Ist schon geschehen. Wisst ihr, das erinnert mich ja, an damals. Ich bin dabei. Schon, ja, ja, das ist ohnehin eine Standard. Sag mir, wenn es denn sein muss. Okay, also hier sieht es ja so aus. Der Tempel, der hier kommen wird, an den kann ich mich nämlich erinnern. Und der müsste jetzt auch eigentlich langsam mal kommen. Den haben sie anscheinend irgendwie auf Pfähle ins Wasser gebaut. Oh, also das ist nun wirklich kein Warum auch nicht, ne? Ich warte. Gute Idee, das mir zu übertragen. Und hier ist Gnomenpower. Yeah, wir laufen vor. Warum ist denn das Masis mächtige Mutbürger, wo doch die Gnome rulen? Ja, wer schlau ist, lässt auch mal an... Hä? Andere was machen? Verseuchter. Was ist das denn? Ja? Okay, wir gucken uns das noch an, was ein Verseuchter ist, und dann gehen wir. Bald zum Schlafe und zum Wachen, nicht eher tot als geboren. Bleibt zu lange hier und ihr werdet euch selbst auf das Rad des Schicksals gebunden finden. Okay. Danke für deine Einsichten. Sag mir, was zu tun ist. Gut, würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir sind zwar nicht ganz bis zum Zepter gekommen, ich vermute, es liegt hier. Aber fast. Okay, bis dahin. Ciao.